Ich würde sagen, wir machen einfach weiter mit Platz Nummer 2. Das. Das, nicht Numero Uno. Das. Numero Uno kommt später. Das. Wer fängt an? Mir egal. Ihr habt gerade gesprochen, einer von euch. Hene, mene, miste, ich rappel nicht, ich fiste. Was? Auf zu Was? fisten. Fäng ich halt an. Also mein Numero Dos ist Ark, Survival Evolved. Sheet. Es könnte, also es kam ja offiziell erst dieses Jahr raus. Davor war es in der Alpha sozusagen, in der Testphase seit 2015 für circa 2 Jahre. Und es gibt Wieso viele lädt Leute, das die Spiel das mal nicht? sagen, oh, Ark, nee, weil Bugs und so. Und ja, es gibt Bugs, aber die größten Bugs wurden auf jeden Fall gefixt. Ich hatte bisher nicht einmal ein Problem mit einem Bug aus dem Spiel selbst, sondern nur aus zum Beispiel einer Mod. Und ja, Ark, wenn es jemand nicht kennt, ist im Prinzip so ein Aufbauspiel, Survival-Spiel in auf ein bzw. mehreren Inseln, je nachdem welche man aussucht, und da leben Dinos. Und ich liebe Dinos. Und darum ist es vermutlich auch eins meiner Lieblingsspiele mittlerweile. Nicht Jurassic World. Und Jurassic World ist kein. Okay, es gibt ein Jurassic World Spiel, Jurassic aber Park. die sind nicht so gut. King Kong gibt's. Da gibt's auch Dinosaurier. Fick dich. Ist nicht dasselbe, weil du kannst ja nicht auf den Dinosaurier reiten. Oder Und du die kannst halt auch King tame und Kong dann auch reiten. rein. Ja, aber King Kong ist fett, haarig. Wie Hagrid und Nelly. Oh shit. Wo war ich? Es gibt Dinosaurier. Also, ja. Und man fängt eben bei 0 an, du bist halt ein Überlebender. Du bist halt Level Das erinnert 1, mich also es gibt überhaupt nicht an Levelsystem. Minecraft oder so. Red weiter. Nein, du kannst nicht in Minecraft ausskillen. Es gibt ein Achievement. Baum. Warte mal. Also man fängt halt an und dann baut man, oder levelt man sich halt hoch und farmt sich hoch. Man geht halt von vielleicht Holz oder Stroh, je nachdem wo man anfängt, über Stein zu Metallzeugs. Oder man, wenn man auf privaten Servern spielt oder halt Single Mode, kann man ja rein theoretisch auch die Server-Einstellungen ändern und dann hat man halt schneller zum Beispiel Metallzeugs und dann gibt es von Metall auf einmal so einen Sprung, wenn man die Bosse, weil es gibt da Bosse, die man besiegen kann, zu Tech-Zeugs. Tech ist im Prinzip High-Tech, also hochentwickeltes Zeugs und da gibt es ziemlich cool Scheiß und es gibt Würmer im Spiel und ich mag es einfach, gerade wenn ich mit anderen Leuten zusammenspielen kann und ja. Mal diese Dinos und Koop Wimmern und Farm. Menschen. Was will man mehr? Das zu meinem Platz 2. Jetzt Ich gehe hätte ich an euch gerne weiter. Terminators da drin, das wäre super. Gibt's Dann bestimmt mache auch ich mal Mods weiter. dafür. Dann mache ich mal weiter. Mein Platz 2. Ja, viele werden jetzt sagen, bist du eigentlich völlig bekloppt? Wie kann das nur Platz 2 sein? Hey, es Und ist Game of the vor Year allem, wenn geworden, von ich dem her, nein. Auch wenn du nur die Leute verarschen Vor allem, willst. wenn ich jetzt nachher meinen Platz 1 preisgebe, werden sich die Leute fragen, was ist falsch mit dem Jungen? Aber es ist nun mal leider so, Platz 2 ist bei mir Zelda Breath of the Wild. Versteht mich nicht falsch, es ist nicht schlechter als mein Platz 1. Oh shit, Es schlag ihn. ist, ich würde es auch sagen, es ist eigentlich besser, aber ich weiß nicht. Achso, ich sehe jetzt gerade erst, mochte was du den auf Ich Platz 1 mochte hast. den frischen Wind meines Platz 1 und ich habe den Platz 2, also leider nicht so viel gespielt, dass ich jetzt so viel da miterleben konnte. Ich habe halt mal 2, 3 Stündchen gedaddelt und mir das Let's Play angeschaut, komplett von 1 bis Folge 583.700,9. Yeah. Aber es hat Spaß gemacht. Das habe ich nicht bei vielen Let's Plays. Ich meine, ich gucke auch nicht viele Let's Plays, aber die meisten Let's Plays breche ich so nach ein paar Parts ab. Nicht bei Zelda, weil ich finde es einfach krass, wie anders es ist. Und das nicht mal im negativen Sinne. Es ist einfach. Wie soll ich sagen? Es ist einfach ein komplett anderes Zelda, aber es ist
Ich habe noch man vermisst Anekdote zwar dazu. Ein bisschen, man vermisst zwar ein bisschen, dass das altbewährte, dass die Tempel und dann in den Tempeln immer ein Herzteil zu bekommen und dieses lineare, diese Rätsel und alles, aber diese Open World mit so kleinen versteckten Rätseln, mit so diesen Schreien, wo immer Rätsel drin sind, das ist einfach mal was Neues. Es ist halt komplett anders als das alte, was ich bestimmt schon 10-mal gesagt habe, aber gerade das macht es für mich auch so besonders. Das ich glaube, du solltest mal erwähnen, dass es anders ist als das alte. Shit. Das, was mir am meisten gefallen hat an Zelda Breath of the Wild, ist wirklich die Möglichkeit, alles so, also die 100.000 verschiedenen Waffen, die 100.000 verschiedenen Rüstungen, die man haben konnte, dass man sich Sachen kochen musste, um sein Leben aufzufüllen, dass man da quasi wirklich in die Welt geworfen wird. Man kriegt ja noch nicht mal viel beigebracht. Man wird einfach in die Welt reingeworfen und muss nur zusehen, wie man zurechtkommt. Klar, man hat hier und dort ein paar kleine Tipps, aber im Prinzip ist man aufgeschmissen. Wenn man nicht wirklich an dem Spiel dran bleibt, sich nicht damit auseinandersetzt, kann ich mir nicht vorstellen, dass man unbedingt jetzt der Beste darin wird. Und dann, wenn ich mir so Speedrunner angucke, die dann innerhalb von einer Stunde da Ganon runterbatzen mit 3 Herzen und was auch immer, und ich dann da rumrenne und von Boblin da groundhittet werde, kann ich mir schon vorstellen, dass ich ein ganz schön Scheißspieler bin. Ja. Das glaube ich dir. Nee. Willst du noch was sagen, oder? Also ich mag es einfach, wie Zelda, also diese Atmosphäre auch einfach, dass man da so auf sich selbst gestellt ist und man einfach arbeiten muss, um irgendwo hinzukommen. Nicht so wie bei anderen Spielen, wo man halt direkt mit einem Tutorial zugeballert wird und dann direkt alles weiß. Das war auch der Reiz, warum ich zum Beispiel Monster Hunter damals so geliebt habe. Ja, ich hätte nur eine Anekdote dazu, und zwar sage ich einfach mal, dass es für mich einfach aussieht wie, ja, was heißt wie jedes andere Open-World-RPG, aber es sieht halt einfach aus, als würde ich es wie ein Skyrim spielen. Und nach einer Zeit halt, nach, sagen wir mal, 100 Stunden, was eigentlich schon recht viel ist eigentlich, würde ich die Lust daran verlieren, was ich auch noch anbringen will mit den Rüstungen und so weiter. Ich finde dieses System einfach ultra dumm. Ich meine, man könnte sagen, ja, du kannst ja die ganzen Waffen und so wechseln, also du musst die dadurch dann wechseln und so weiter. Es ist trotzdem ein Scheißsystem, da kann man mir sagen, was man will. Es ist nervig, das hat mich in ein auch bei meinem Platz 1 genervt, so gesehen. Zwar nicht so ultra, aber trotzdem hat es mich genervt. Und ja, ich mag solche Systeme nicht. Gut, ich muss dazu noch anbringen. Was mich besonders genervt hat, ist, dass die Waffen so schnell zum Beispiel kaputt gingen. Du hast halt eine Waffe eingesammelt, schlägst damit selber auf den Gegner und... Ja, eben. Dann ich verstehe dieses System nicht. Wie gesagt, was ich halt vorher gerade angemerkt habe, trotzdem, es ist nervig. Weil dann hast du dir eine Waffe, die du halt wirklich magst, dann geht die halt einfach kaputt. Ich meine... Ja, es hat halt Vorteile und Nachteile. Der Vorteil finde ich halt, dass man wirklich die Schwierigkeitsgrad hat. Der Nachteil ist halt, dass man diesen Schwierigkeitsgrad hat. Es ist halt eine Hassliebe. Solange du nicht den Journalisten raushängst und sagst, es ist wie Dark Souls, dann passt das schon. Dark Souls ist nicht so schwer, wie alle sagen. Will ich mal so anmerken. Es gibt schwere Dinge, ja, aber das ist wie bei jedem anderen Spiel, musst du dich einfach nur dran gewöhnen und dann kommst du auch durch. Aber Dark Souls 2 mal ein bisschen länger gebraucht, wir beide. Ja, weil wir bei dem einen Boss... Bei welchem Boss? Triple Boss. Achso, jee. Geh weg. Weil die ganze Zeit... Ja gut, aber da hatten wir auch nur Probleme mit dem Weg dorthin. Ja gut, ihr habt ja beide jetzt euren Platz 2, dann komme ich mit meinem Platz 2. Und zwar Titanfall 2. Boah. Hat sich zwar nicht so sonderlich gereimt, aber das war gerade ziemlich schön. Titanfall 2, warum ist es in der Liste? Aus dem Grund, weil es eine grandiose Singleplayer-Kampagne bietet. Es ist... Ich habe seit langem nicht mehr so einen guten
Ego-Shooter gespielt wie Titanfall 2. Vor allem der Multiplayer, er macht so viel Laune mit den Titanen. Die Maps, ja gut, ich mach mal erstmal mit der Singleplayer-Kampagne kurz mal weiter. Es ist abwechslungsreich, also jedes Level spielt sich anders. Also das Grund-Gameplay, das bleibt ja noch vorhanden, so ist es ja nicht, aber es gibt immer ein neues Feature in jedem Level. Skatebug-Feature. Skatebug ist ein Feature. Und es ist grandios einfach geliefert. Es sieht vor allem die Cutscenes, also am Anfang, wo du auf diesen Planeten runterkommst, wo du noch nicht dein Titan hast, es sieht so filmisch gut inszeniert aus. Es ist grandios. Auf jeden Fall nochmal zum Multiplayer. Es gibt so viele Sachen zum Freischalten. Meistens sind es zwar, also ich glaube, die meisten Sachen sind Skins nur für die einzelnen Sachen, die du halt mit den Herausforderungen freischaltest. Also das Spiel ist so null auf Mikrotransaktionen aufgebaut. So überhaupt nicht. Ich meine, du kannst dir Sachen kaufen, ja. Das hat ja jedes Spiel von dem, also fast jedes Spiel, die meisten auf jeden Fall. Und es ist einfach so gut. Ich liebe dieses Spiel einfach. Vor allem die Leute sagen ja auch zur Story zum Beispiel. Ich meine, die Story, die ist flach. Also die Grundgeschichte, das ist, man könnte es wie mit, ja, was heißt wie mit Star Wars vergleichen, aber es gibt den Bösewicht, der hat so eine Superwaffe. Und der möchte damit den Heimatplanet der Guten zerstören. Das ist halt die Grundgeschichte und wir müssen es halt aufhalten. Aber was die Kampagne halt ausmacht, ist, wie gesagt, diese Abwechslung in den einzelnen Levels. Und dann noch diese Connection zwischen dem Protagonisten und BT, also dem Titan, den wir halt besitzen in der Story. Und ich muss sagen, ich habe am Ende eine Träne fallen lassen. Ich habe das Spiel auch mittlerweile zweimal durchgespielt, weil es halt einfach so ein grandios gutes Spiel ist. Man kann es in 5 Stunden durchhaben, also beim zweiten Mal habe ich es in 5 Stunden durchgespielt. Und ja, es ist so gut einfach das Spiel. Ich hatte lange nicht so eine gute Zeit mit einem Ego-Shooter. Destiny mal dahinter gesteckt, weil Destiny nicht so eine Story bietet, sagen wir es mal so.